So, meine Freunde, jetzt bin ich in Pattaya. Ich finde mich direkt auf der Walking Street, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das ist eine Sünden- und Partymeile und hat schon einen gewissen legendären Ruf. Ja, jetzt ist es natürlich tagsüber, ja, so 16:30 rum. Ist ja klar, dass da alles leer ist. Ab 19 Uhr beginnt hier quasi das Leben. Ihr seht, wie spät wir es haben. Plus 5 Stunden. Und wenn aber voller Betrieb ist, dann kannst du deine eigene Stimme nicht mehr hören. Das ist ganz schwierig, da überhaupt noch irgendwas einzufangen. Wobei jetzt nicht die Season ist. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich nicht, aber morgen Abend mit den Jungs ein bisschen unterwegs sein und uns mal hier ein bisschen umschauen. Ganz sportlich gesehen. Ja, ihr seht, ein paar Namen gibt es schon jahrzehntelang. Ja. Auch ein paar sehr gute Restaurants, sollte man meinen. Gibt es hier nicht, aber im Gegenteil. Seafood ist generell ein großes Thema hier in Pattaya, weil man ist hier direkt am Meer, Abquelle, gut und günstig, attraktiv und preiswert. Da stimmt es wirklich mal. Und nicht wie bei uns in Deutschland, diese Slogans, weil man kann nicht günstig und gut bekommen. Wenn man günstig kauft, dann bekommt man automatisch eine minderwertige oder nicht so tolle Qualität. So. Seht mal, es kommen immer mehr Russen hierher und jetzt gibt es auch eine Russian Bar, Galaxy, Russian Girls, also auch russische Weiber sind hier am Start. Ja, wieso soll ein Russe nach Thailand, Landsfrauen von sich hier klar zu machen oder sich anzuschauen? Die hat er doch bei sich auch. Tja, meine Freunde, tagsüber macht es natürlich einen ganz anderen Eindruck. Abends ist das wie eine Kirmes. Das ist wie auf der Dippelmess. Ja, also, kleiner Vorgeschmack, dass ihr mal so seht. Tagsüber und das nächste Mal, wenn ich hier bin, wird es dann abends werden und dann fangen wir mal die abendlichen Vibes ein. Bis dahin, macht es gut.